So, los geht's. Mega Man 2 Race und ja. Default-Geschwindigkeit, was ich überhaupt nicht gewöhnt bin, Start und ich gehe zur Erde einfach. Oh mein Gott, also ist mir persönlich zu langsam. Ich werde so versagen, weil ich die Geschwindigkeit überhaupt nicht gewöhnt bin. So, ist halt ein Let's Race, deswegen mache ich es auf meine Art. Ich race auf meine Art. Hier kann ich mich treffen lassen. Hier muss ich mich treffen lassen. Dann kann ich hier vorbei. Dann kann ich hier drüber. Dann kann ich auch hier drüber. Und hier muss ich mich wieder treffen lassen. Also zumindest mache ich das immer so. So, cool. Diesen Part schon mal überstanden. Oh, ich habe in letzter Zeit immer nur auf Hard gespielt. So schön, diese Teile brauchen jetzt nur noch 2 Schüsse und nicht mehr 3, diese hier. Und ja, wenn ich mal hier, ich weiß nicht, ob man das hört, ich klappe gerade auf meinem Gamepad rum. Nicht, dass es so aussieht, als würde ich die Turbo-Taste verwenden. Komm, rüber, gut. Oh mein Gott, also noch nie habe ich das auf Default, doch einmal, aber irgendwie, Default ist so, kann auch sein, dass ich im Vorteil bin, weil ich das schnell wahrscheinlich gewöhnt bin, ich weiß nicht. Aber ich glaube, ich werde so versagen, weil ich das langsam überhaupt nicht gewöhnt bin. Ja, toll. Ja, oh mein Gott, ich werde so versagen, ich sehe es jetzt schon. Na, da bist du, gut. Oh, sehr schön, danke. Das ist natürlich auch blöd jetzt durch die Lebensenergie, dass das länger dauert. Also überhaupt, wenn man Lebensenergie einsammelt, das dauert natürlich und dann vergeht wieder Zeit und was weiß ich und überhaupt. Oh Mann. Und Sprung und treffen lassen ist mir egal. Und Sprung und treffen lassen ist mir auch egal. Und Sprung und geschafft. So, jetzt kommen hier wieder Eier. Achso, erstmal kommt das Windviech, das jetzt nur noch 3 Schüsse braucht. Das ist cool. Jetzt kommen die Eier und die Eier und die Eier von den Vögeln, so. Und hier warte ich wieder, weil das ist mir dann zu risikoreich, wollte ich sagen. Oh mein Gott, nimm die Lebensenergie mit, verdammt. Okay, und jetzt ist es blöd, weil es kommen Eier und diese Windviecher, diese Mini-Airmans. Eigentlich nicht Mini, weil die sind ja fett und Airman ist ja nicht fett, der ist ja dünn. Also immer die Dünnen sind die Herrscher der Welt und die Fetten, die sind also nichts gegen Fette. Ich bin selber nicht so, naja. Genau, ich habe jetzt nichts gesagt, also das war jetzt wahrscheinlich beleidigend. Das war scheiße von dir, Toast. So, wir sind bei Airman, beim ersten Endboss, wie auch immer. Also beim ersten, bei dem, den wir halt uns rausgesucht haben, den ich mir rausgesucht habe, weil ihr guckt ja nur zu. Warum denn eigentlich Let's Play? Let's Play heißt ja eigentlich, wir spielen. Aber eigentlich spiele ja ich und nicht ihr. Eigentlich schon komisch. So, Airman ist der einfachste, deswegen habe ich den auch rausgenommen gleich am Anfang und haben wir jetzt gewonnen. Super. Ja, also ich spiele es nicht blind. Nein, nein, nein. Ey, get equipped with Air Shooter. Yeah. So, und jetzt kommt dann noch die Message von Dr. Light. Oh, Epilepsie, lila Bildschirm. Message from Dr. Light. Alright. Nicht alright, sondern alright. Item 2 completed. Get your weapons ready. Ja. 2. Get equipped with Item 2. Yeah. So, die werden rot. Ja, Item 2 ist so ein Fliegedings, also das... Moment, Metal Man. So. Also wir benutzen Item 2 und Item 2 ist halt so ein Teil, das fliegt. Ist so ein Jet-Dingens. Ja. Ich setze es ein und naja, gut. Wie auch immer. So, wir sind schon bei Metal Man. Nach wie viel Minuten? Ich weiß nicht. 3, 4... Okay, den Energietank hier hole ich mir auf jeden Fall. Das ist mir die Zeit leer. Weil, ja, Energietank ist halt, wer es nicht kennt, das Spiel, durch Energietank lädt man seine Lebensenergie auf. Hier lasse ich mich nicht treffen, weil die Dinger machen unglaublich viel Schaden. Deswegen, es würde zwar Zeit sparen, mich hier treffen zu lassen, aber die machen mir viel zu viel Schaden. Hier müsste ich drüber jumpen können, wollte ich sagen. Gut, dann kann ich jetzt aber hier auch durch und normalerweise hier, fuck, auch durch. Na gut, habe ich halt ein bisschen Lebensenergie verloren. So, jetzt kommen hier die Schrauben, diese Arschviecher, ich hasse sie. Weil die machen auch aus irgendeinem Grund verdammt viel Schaden. Ich hasse diese Viecher, ich hasse sie wirklich zum Verrecken. Hasse ich sie. Ah, Schatz, verdammte, ich habe noch nie auf... doch, natürlich, schon einmal oder zweimal, aber ich hasse die Fortgeschwindigkeit. Naja, egal, was soll's. Das sind halt die Regeln und
muss ich akzeptieren. So, wir sind wieder fast voll von Energie. So, jetzt kloppe ich hier auf meinem Sprungknopf rum. Es ist keine Turbo-Taste, wirklich nicht. Ich kloppe hier auf meinem Gamepad rum. Und, naja, gut. Da oben werden Leben. Das hole ich mir aber nicht. Das wäre dann doch zu zeitaufwendig. Könnte ich mir mit Item Number 2 holen. Also einmal drauf und dann wieder weg und überhaupt und egal. So. Und hier runter. Und hier lang. Und, ja, jump, 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 jump. Naja, und jetzt warten. Ich könnte ja auch drunter durchlaufen, aber naja. Auf Easy Mode ist das, also Normal Mode sind die Teile so einfach. In Hard Mode, da hasse ich die Teile, die brauchen da so viel Schüsse. Und geschafft. Und weiter geht's. Was ich auch noch sehe, ist, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich manchmal so ein bisschen Stil von bekannten Let's Playern übernehme, weil ich die einfach zu lange geguckt habe. Das finde ich doof. Ich muss mein eigenes Spiel entwickeln und deswegen habe ich auch... Ja, geschafft. Und deswegen habe ich auch die Dinge, die... Na, wie heißen sie? Na, die Videotitel in von Englisch auf Deutsch wieder geändert, weil das, was ich da gemacht habe, ist... Naja, sowas machen einige LPR, einige berühmte LPR, machen sowas, englische Dings verwenden. Ich will jetzt hier nicht unbedingt Namen kennen, aber manche wissen es ja so. Übrigens, das sind bei Metal Man. Ein eigentlich auch ziemlich einfacher Endboss, wenn man sich nicht verdammt doof anstellt, wie ich gerade. So, wenn ich Glück habe, brauche ich keinen Energietank. Ich hoffe es, weil die Energietanks, die werde ich garantiert bei den Wily Stages brauchen. Und schaffe ich. Und ja. So, zweiter Endboss. Down. Oh mein Gott, ey. Ich bitte alle anderen vier Teilnehmer. Ja, es sind noch vier weitere. Werden jetzt wahrscheinlich schon über 3000 Mal weiter sein als ich. Egal, was soll's. Ich glaube, ich bin noch der Jüngste, der hier teilnimmt irgendwie. Ich habe zwei mir angeguckt, die sind älter als ich, glaube ich. Egal. Ja, wer es wissen will, also Moment erstmal. M, get equipped with Metal Blade. Interessant, sind so Rasierblätter, die wir sogar steuern können. Moment, wo gehen wir jetzt? Wir gehen zu Crash Man. Zeitlupen-Modus on. Crash Man, er ist rot und ekelhaft und die Stage, ja. Also die Musiken sind auf dem normalen Ding viel schöner, weil... Okay, also hier, diese Stage finde ich ohne Metal und ohne Air ist sie fast unmöglich zu schaffen, ohne wirklich verdammt viel Schaden zu nehmen. Ich hasse diese Stage, weil sie ist verdammt schwer, wie ich finde, ohne Metal und ohne Air. Weil man braucht diese Teile. Metal kann man übrigens die Richtung festlegen, indem man so Knopf halt drückt, in welche Richtung man halt schießen möchte. Ich drücke jetzt nach links oben, rechts oben und er schießt nach rechts oben. Genau. Ich kann nach unten drücken, dann schießt er nach unten. Aber egal. So, das hasse ich zu verrecken. Ich werde hier sowas von schreien. Dödem. Dödem. So. Hier kann ich jetzt meine zwei einsetzen, dann könnte ich hier ein bisschen schneller, aber die brauche ich dann später noch. Deswegen setze ich sie hier nicht ein. Crashman ist wirklich die kackteste Stage überhaupt. Ich werde schreien wie ohne Ende und sowas von versagen. Und das hier wird der Punkt sein, an dem ich das Let's Race schon verloren habe, weil... Ja. Ich verschwende hier mein R, das ist ein bisschen doof, weil das brauche ich dann noch. Gegen Crashman, weil Crashman braucht er und er ist halt, ne, ist halt klar, ne. So, jetzt benutze ich hier dann erstmal Metal lieber. Ja. Ne, brauche ich noch nicht einsetzen. So. So, und jetzt rüste ich mich mit 2 aus, setze es hier ein, springe drauf. Klappt! Ich glaub's nicht, ey. Ah, vielleicht ist es doch ein Vorteil, dass es so langsam ist, weil... Dann ist es ein bisschen einfacher zu kontrollieren. Ach, die Teile. Ach ja. Bitte? Ich hab dich voll getroffen. Oh, ich kann R aufladen. Es ist mir gerade wichtig. Sorry. So. Man kann, Dingens. Na, was wollte ich jetzt sagen? Na, ich hab's jetzt vergessen. Verdammte Scheiße. Ach ja, im Hard Mode gibt es diese Teile, die ich gerade nicht abgeschossen habe, sondern von hinten. Also diese Türme da. Die brauchen im Hard Mode 2 Schläge. Die fallen erst in sich zusammen und dann tauchen sie wieder auf und dann muss man sie nochmal abschießen. Das ist kacke. Ja, das ist richtig kacke. Das war auch kacke. Aber egal, komm. So, jetzt kommt die bescheuertste Stelle. Diese zwei Dinge hier. Ich rüste mich mit den Metal Blades aus und gehe diesen Weg, den linken. Genau. Diese Stelle ist so verkackt. Ich hasse sie wie die Pest. Ja, die Vögel. Das hättet ihr wohl gerne. Was? Das Ei ist weggegangen. Warum auch immer. So, hier muss ich gleich runter. Nach
links unten springen. Na, ja, gut, und hier lang. Ja, das ist schön, dass du dein Ei einfach mal wegwirfst. Ich habe zwar nur noch wenig Lebensenergie, aber es sollte noch für Crashman reichen, wenn die Lebensenergie jetzt nicht total kacke wird. So, jetzt kann ich... Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Wow, so perfekt war mein Run auf dieser Stage noch nie. Zwei einsetzen, weg, wegfliegen lassen, zwei einsetzen, hier hoch. Gut. Wow, so gut war ich noch nie auf dieser Stage. Ey, ich bin gerade total überrascht von mir. Ach so, Metal. Dumms. Werde ich getroffen? Ich werde nicht getroffen. Es ist so über. Verdammt, so wollte ich eigentlich schießen. Und so. Und wir sind bei Crashman. Unglaublich. Und ich habe noch genügend Lebensenergie, um ihn zu schaffen. I don't believe it gerade. Weil ich bin gerade so... Oh mein Gott. Das würde in ein Video passen. Oh, ich glaub's nicht. Wie geil. In einem Part wahrscheinlich drei Gegner oder vier vielleicht sogar. Mal gucken. Ach, doof. Das war doof. Das bin erst jetzt nicht. Aber ich hab's geschafft. Er ist tot. Er ist vernichtet. Er ist sowas von Platz. Oh mein Gott, das wäre so ärgerlich, wenn irgendwas an der Aufnahme nicht funktionieren würde. Ich würde schreien wie sonst was, weil so einen guten Lauf kriege ich nie wieder hin. Oh mein Gott. See, get equipped with Crash Bomber. Yes. Yippie, Stage Select. Und jetzt gehen wir zu Flashman. Oh Mann. Flashman. Ich werde übrigens bei Dr. Wily einen kurzen Cut machen, weil ich kann jetzt auch nicht so lange mehr aufnehmen. Leider, für Let's Race sollte man sich eigentlich Zeit nehmen, aber ich kann einfach jetzt im Moment dann nicht. Ich muss dann einen Cut machen. Ich weiß nicht, ob das gegen die Regeln verstößt, wenn ja, dann disqualifiziert mich halt. Ist mir auch egal, aber gut. Ja, das ist doof. Rumpf. So. Ich werde hier etwas machen, was wahrscheinlich doch ein bisschen länger dauert. Und weswegen ich das Let's Race auch verlieren werde, weil ich hier so eine Kacke mache. Aber okay, so, rumpf, 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 rumpf. So, jetzt werde ich so versagen. So, ich gehe hier hin, mach das. Ne, okay, das verlangt, das langt nicht. Nein. Komm. Nein. Na, mein Gott, ich werde das Let's Race deshalb verlieren. Ich hab's euch gesagt. Okay, so, das klappt. Nein, verdammt. Nein, nein. Ja. Ja, gut, okay. Ich hoffe, das hat noch ausgereicht von der Zeit her. Brauche ich hier P? Ne, ich brauche C, glaube ich. Ach ne, ich brauche nochmal die 2. So. Das wird jetzt kacke. Hier hinstellen. Ja, das war klar, dass das passiert. So, ich warte. Nein, verdammt. Verdammte Kacke. So. So, geschafft. Yeah. Okay, Leute, ich werde mir dadurch ein wenig Zeit verlieren, aber vielleicht auch Zeit sparen. Ich nehme diesen Weg immer. Ja. Gut, ist mir jetzt scheißegal, ob ich jetzt hier Zeit verliere, Zeit spare. Ich nehme halt jetzt diesen Weg, weil... Und ich bekomme zweimal Aufladung. Warum? Das kostet nur Zeit, ey. Ja, so, erstens mal, um den da zu überspringen, der nervt. Und um viele, viele andere Gegner, weil jetzt kommt so eine Kacke, die kann ich so einfach überspringen, indem ich diesen Weg gehe. Ja. Also ich brauche nochmal C und dann brauche ich die 2. Komm, 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 komm. Danke. So, einfach drauf und rüber. Toll. Yeah. Nach rechts und toll. Und nach links und nach rechts und ganz nach rechts. Glaube ich. Ja. Gut. Dann... Oh nein, 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 links. Nein, nein, nicht nach links. Doch, doch nach links. Ach, fickt euch. Jetzt habe ich... glaube ich, den falschen Weg genommen. Oh mein Gott, scheiße. Habe ich den falschen Weg genommen? Nein, ich habe ihn nicht... Oh, geil. Ich habe den richtigen Weg. Dafür habe ich jetzt fast keine Energie mehr. Das ist toll. Das ist schön. Das ist echt schön. Jetzt... Super. Ich habe... Perfekt. Ich habe alles super gemacht. Klasse. Energietank. Habt ihr es bemerkt? Und ich... Ich weiß nicht, mir fällt nichts zum Kommentieren ein gerade. Das ist natürlich doof, weil Let's Play ist eine Unterhaltung. Ein Let's Play ist eine Unterhaltung, weil... Ja, weil der Typ, der da spielt, auch redet. Ja. Oh, falsche Waffe ausgewählt. Das kostet mich jetzt auch wieder Zeit. Das ist kacke. Oh man, ich werde so viel Zeit an dieser Stage verlieren, weil ich sie einfach nicht kann. Na, habe ich es geschafft. Geschafft, 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 geschafft. Yeah.
Okay, doch kein einziges Mal gestorben, das ist schön.